Open Tech Summit. Open Tech Summit. Open Tech Summit. So, ich bin jetzt hier bei JC angekommen, beim Open Tech Summit. Und mit wem spreche ich? Michael Christen. Und was machst du denn für JC? Also ich hatte die Idee vor sehr langer Zeit und bin jetzt der Maintainer und von mir ist auch eine ganze Menge Code in Yassi drin. Aber das waren ja viele, es waren über 30 Leute über die ganze Zeit. Vor wie vielen Jahren ist denn JC als Projekt gestartet? Es sind 11 Jahre her, dass ich die Idee hatte, aber ohne eine Zeile Code. Also, na gut, es waren ein paar Monate, aber das war ja noch gar keine Suchmaschine, das war ja ein Proxy. Ich wollte ja nur ein Selbstlernprojekt machen, um ein HTTP-Proxy zu schreiben. Und daraus ist halt so Zeug entstanden. Mit welcher Programmiersprache hast du da angefangen? Das ist Java und das war auch irgendwie, dass ich gerade erst angefangen hatte, Java zu lernen. Das war alles so ein Selbstlernprojekt. Also ich habe vor 2 Jahren mal die Oberfläche gesehen und ich fand die Diagramme sehr nett, was da alles so viel passiert. Ja, also diese Diagramme, also das Interessanteste ist wahrscheinlich hier vorne die Netzgrafik, von der man einen Teil so sieht. Ich schiebe das mal hoch. Und die Darstellung wird also, hier ist ein bisschen Animation. Und ich werde immer gefragt, wie geht das denn? Habt ihr da Flash drin? Natürlich haben wir kein Flash da drin, sondern das ist eine serverseitig gerenderte Grafik. 6 Stück, die immer wieder überblendet werden mit JavaScript. Und das ist so eine Spielerei. Also Yassi ist voller Spielereien, voller unvernünftiger Dinge. Dinge, für die man viel Zeit aufwendet, wo hinterher einfach nur so ein was Nettes bei rauskommen soll. Es gibt auch noch andere Netzgrafiken. Damals, als der zweite Tron-Film rauskam, ja, ich weiß nicht, ob du dich an den ersten Tron-Film erinnerst, aber es war voller Quadrate und beim zweiten Tron-Film war alles voller Sechsecke. Ich kam aus dem Film und habe mir gedacht, Sechsecke, Sechsecke, mach was mit Sechsecken. Und daraus ist so eine andere, so eine Netzgrafik geworden, wo hier so Zugriffe visualisiert werden und es wird dargestellt auf so einem Sechseck-Hintergrund. Also das ist Spielerei. Es gibt viele Dinge, die sind in Yassi unvernünftig, aber wir haben natürlich auch ein seriöses Ziel. Was so besonders Peer-to-Peer an einer Peer-to-Peer-Suchmaschine? Ja, also eine Suchmaschine ist immer eine verteilte Technik. Ja? Wenn man was skalieren möchte, muss man es verteilen. Aber bei uns ist die Suchmaschine eben nicht nur verteilt, sondern auch dezentral. Also das, was man stellt sich das vor, so eine merkwürdige Vorstellung, sitzt so ein Administrator bei Google im Keller, ja, vor seinen vielen Rechnern. Sieht natürlich ganz anders aus. Und wir nehmen die alle raus, aber man kann sich selber so fühlen, als würde man eine große Suchmaschine administrieren. Mit einer kleinen Sache, nämlich dass man nichts global zensieren darf. Und das ist die Idee, wenn man eine Suchmaschine so verteilt, dass sie bei den Benutzern daheim läuft, aber gemeinsam ein Cluster bildet für eine große skalierende Suche, dann entstehen Effekte wie beispielsweise eine Zensurresistenz. Und wie funktioniert das Peer-to-Peer? Es gibt keine Zentrale. Jeder Teilnehmer bei Yassi ist genauso zentral wie alle anderen. Es gibt auch nicht, es gibt ja Managed Peer-to-Peer, also wo eine Zentrale ein bisschen verteilt. Das ist ja auch bei BitTorrent so. Aber das gibt es bei Yassi gar nicht. Also es ist komplett dezentral. Und wenn man sich das laufen lässt, dann ist man genau Teil der Suchmaschine wie alle anderen Teile auch. Und die tun miteinander eben Indexfragmente austauschen. Kann man beurteilen oder kann man steuern, mit wem man quasi sich verbindet? Kann man das einschränken? Das gibt es nicht. Also man kann ein Netz wählen, dem man beitritt. Und da gibt es ein Standardnetz, das sogenannte FreeWorld-Netz. Man kann aber auch eigene Netze machen und dann sagen, ja, wir machen hier eine Gemeinschaft von einem eigenen Netz. Das ist ein bisschen kompliziert. Es geht prinzipiell. Ja, aber es ist soweit ein bisschen zu kompliziert, als dass es wirklich Leute machen. Also wenn man Yassi startet, ist man im FreeWorld-Netz drin und mit denen ist man verbunden. Wie kommt eigentlich JC zu den Suchergebnissen, also wie crawlt es, wie funktioniert es? Im Vergleich zu DuckDuckGo, da weiß man es, die haben extra Bots, Google benutzt extra Bots, aber wie funktioniert es bei JC? Also es sind eigentlich zwei verschiedene Fragen. Also das eine ist, dass man einen Bot hat, einen Crawler, der die Daten sammelt. Wie man das findet, ist wiederum was anderes. Also erstmal muss man sammeln und der Yassi-Bot heißt Yassi-Bot. Ja? Das ist der User-Agent, mit dem stellt sich der Crawler vor. Und es gibt so ein paar Regeln, die der Crawler beherrschen soll, wie dass er zum Beispiel nett ist und nicht allzu oft auf eine Seite zugreift
Wir haben eine fest kodierte Regel, die man nicht aufmachen kann durch Konfiguration, dass man nicht mehr als zweimal pro Sekunde auf eine Webseite geht. Das sind 120 Seiten pro Minute, es wirkt langsam, ja, aber wenn man das einen Tag lang laufen lässt, dann sind es über 100.000 Seiten. Das reicht eigentlich für jede Domäne aus, die man normalerweise in den Index reinkriegen will. Und so sind wir ein freundlicher Crawler. Also das Ranking in Yassi ist sehr schwierig. Ranking ist eine komplexe Aufgabe. Sie ist mathematisch komplex und sie ist in Yassi sehr experimentell. Und wir sind ein Labor. Ja, man kann nicht von uns erwarten, dass das so gut ist wie ein Unternehmen, das irgendwie 2 Millionen Rechner hat und irgendwie 10.000 von Mitarbeitern, die an sowas arbeiten. Wir haben eine Infrastruktur, mit der man das machen kann. Und das hast du gemacht. Ja, du hast eine Funktion des Index-Imports genutzt, das eine sehr frühe Idee war. Nämlich, du hast wahrscheinlich einen Proxy eingestellt. Du hast gesagt, Yassi ist mein HTTP-Proxy. Und das kommt aus der Zeit, wo ich nur mit HTTP-Proxy experimentiert hatte, denn anfangs war Yassi nur ein HTTP-Proxy. Aber der Proxy indexiert natürlich nur das, was nicht individualisiert ist. Also wenn man sich irgendwo einloggt oder irgendwelche Cookies mitkommen, dann sagt Yassi, das will ich nicht haben. Also wer das jetzt ausprobiert, wird wahrscheinlich feststellen, dass es nicht geht. Weil fast alle Webseiten von Content-Management-Systemen kommen, die gleich Cookies mitliefern und sagen, ich mache eine spezielle Webseite für dich. Und dann sagt Yassi, dann will ich es nicht in den Index haben, es ist privat. Okay, gibt es die Proxy-Funktion an sich noch? Kann man die noch einstellen? Okay, gut. Da, ich würde es am liebsten rausnehmen, weil sie eben aussieht, als wäre sie fehlerhaft, wenn sie Seiten ablehnt, weil sie privat sind. Aber es gibt sie noch und ich mache aber nicht Werbung dafür, also... Wer es ausprobiert, das ist cool, aber es geht manchmal absichtlich nicht. Ich bin hier bei Jugendhackt und wen habe ich hier vor mir? Jeremy. Und Jakob. Und was macht ihr mit Jugendhackt? Was wollt ihr damit erreichen? Und warum seid ihr bei der OpenTech Summit? Jugendhackt ist ein Hackathon für Jugendliche und als Ziel ist es, die Technik wieder an die Jugendlichen ranzuführen. Und vor allem auch ein Forum zu bilden für Menschen, die technikbegeistert sind, in einer Zeit, in der die Technik immer weiter von den Menschen entfremdet wird. Und dafür sind wir hier, um das zu bewerben. Ich habe gehört, ihr habt heute hier auch noch einen Lightning Talk. Da werden wir insbesondere auf unser Projekt, was wir letztes Jahr bei Jugendhack angefangen haben, eingehen. Das ist Awareness, das ist ein Armband, was vibriert, wenn Überwachungskameras in der Nähe sind und einen auf diese hinweist. Das klingt echt cool. Und programmiert ihr das selbst oder steckt ihr da Komponenten zusammen? Was setzt ihr für Hardware ein? Ja, das erfahrt ihr alles auf den Lightning Talk, aber ich kann ja kurz mal sagen, wie wir es umgesetzt haben. Wir haben einen Mikrocontroller mit Bluetooth genommen. Der wird von einem Akku betrieben und immer wenn der ein Signal, einen Trigger von einem Smartphone gesendet bekommt, sendet der über einen GPIO ein Signal an einen Motor, der dann die Vibrationen auslöst. Das klingt echt faszinierend. Wie alt darf man sein, um dann noch hinzukommen? Offiziell ist es glaube ich 12 bis 18, aber letztes Jahr in Berlin waren auch 10-Jährige dabei, also das ist vollkommen frei und alle über 18 können sich natürlich als Mentoren bewerben und die Projekte betreuen, die dort umgesetzt werden und denen helfen, genau. Das heißt, ihr gehört schon zu den Mentoren oder? Nee, ich bin noch 17 und ich mache dieses Jahr auch bei Ost und vielleicht auch bei Berlin nochmal mit, um da neue Projekte umzusetzen. Es ist eigentlich so mit die erste von mir wahrgenommene Möglichkeit, so als Austausch zwischen Jugendlichen, die sich gerne mit Technik beschäftigen. Das war somit das Neue, was ich daran wahrgenommen habe, was eine super Möglichkeit ist, finde ich. Ja, das ist das Einzige, was Jugendhack so besonders macht und das Wichtigste, man kann Menschen treffen, die ebenso technikbegeistert sind und ich kam dorthin, ich wurde von meinem besten Freund angehauen, hey Jeremy, wäre das nicht was für dich? Dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und ich kam dort an, das war das Paradies, weil man Menschen trifft, die ähnliche Interessen haben. Das findet man sonst nicht. Genau. Ich bin hier bei den Freifunkern, so kann ich euch doch nennen, bei Alex. Alex, erzähl uns doch mal, wozu braucht man überhaupt Freifunk? Ja, wir als Freifunker haben das Anliegen halt in ganz Deutschland und natürlich irgendwann der ganzen Welt und das ganze Universum, wie immer, freie Netze aufzubauen und eine eigene, freie, unzensierte,
anonyme Infrastruktur bereitzustellen. Also so, wie man sich halt das Netz als echter Nutzer vorstellt und wünscht, das wollen wir halt aufbauen. Leider machen die Provider das nur kommerziell und wir versuchen einfach den anderen Weg zu gehen. Wie sieht es denn mit der rechtlichen Absicherung für jemanden aus, der zum Beispiel sich entscheidet, am Freifunknetz mit teilzunehmen? Ja, das ist immer so der Knackpunkt und das ist natürlich auch ein Problem. Wir haben das so gelöst, dass wir, wenn jemand bereit ist, sein DSL zur Verfügung zu stellen, dann wird von über den DSL-Anschluss wird eine VPN-Verbindung zu einem Gateway-Server vom Freifunk aufgebaut. Und das heißt, alle Daten fallen erst beim Freifunk ins Netz und nicht bei dieser Person und die ist damit raus. Also es gibt keine Risiken, wenn man Freifunk betreibt. Irgendein Provider muss natürlich die Internetverbindung bereitstellen. In unserem Fall ist es der Freie Netze e.V. in Berlin oder halt auch ein VPN-Provider, beliebig im Ausland oder in Deutschland, die anonymisierte Internetzugänge bereitstellen. Also das erklärt auch, warum schon so viele Leute teilnehmen. Also wenn ich die ganzen Stecknadeln sehe, jede Stecknadel, steht die für einen Router oder steht die für mehrere tausend? Ja, wir sind zum Glück in der Situation, dass es steht für mehrere hundert auf jeden Fall. Also wir haben jetzt, als ich letztes Mal geschaut habe, über 12.000 Router, wahrscheinlich sind mittlerweile über 14.000 in ganz Deutschland. Und die Stecknadeln, die wir hier sehen, das sind die Communities, an die man sich am besten wendet, wenn man da mitmachen will. Mittlerweile fast in jeder Stadt, würde ich sagen, in der größeren auf jeden Fall. Hast du schon einen? Ich habe noch keinen, aber ich habe leider noch nicht mal einen TP-Link-Router, weil mein Router, den ich noch habe, der tut seinen Dienst noch. Aber ich hatte wirklich überlegt, auch mit teilzunehmen. In Berlin ist wohl noch das Problem, dass die engen Gassen noch nicht so gut mit freiem WLAN versorgt sind. Wie schafft man das? Ja, in Berlin kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber in Berlin gibt es auf jeden Fall schon mal ganz tolle Funkstrecken über die Stadtteile hinweg. Also die einzelnen großen Stadtteile sind schon mit sehr schnellen Funkverbindungen verbunden. Es geht über Kirchtürme, Rathaustürme und so weiter. Und jetzt geht es natürlich darum, von diesen Funkanschlüssen das Signal in die Straßen zu bekommen, in die Kneipen und so weiter. Und dann nimmt man dann meistens so einen kleinen Router, der kostet jetzt so 16 Euro bei Amazon und kann man überall kaufen. Und dann machen wir halt eine eigene Firmware drauf, die basiert auf OpenWRT, ist ein Linux. Und die vermischt sich dann mit allen Routern in der Umgebung und gibt das Signal, verbreitet es dann weiter. Und jeder kann das nutzen. Genau, du hast gerade die Software genannt, die man dafür braucht, OpenWRT. Wie einfach ist es denn mittlerweile, oder wie schwer ist es noch, die Software auf seinen TP-Link raufzubekommen? Weil es ist ja schließlich immer noch ein Produkt, was mit der eigenen Software kommt. Wie sieht es da aus? Also das OpenWRT wird meistens schon auf fast allen, also auf sehr vielen Geräten unterstützt. Ich würde jetzt aber empfehlen, die Freifunk angepasste OpenWRT-Version von seiner Community zu verwenden. Und das geht super einfach mittlerweile. Also da sind wir echt weit gekommen. Da geht man einfach auf die Web-Oberfläche, sagt Firmware-Update, lädt die Firmware-File hoch und schon ist alles passiert. Das ist wirklich super einfach. Ich würde jetzt auch nicht empfehlen, OpenWRT anzupassen und versuchen, das an die eigene Community ranzubringen, weil da gehört viel dazu, diese Key Exchange vom VPN und so weiter, sondern einfach die Community anfragen, was habt ihr für eine Firmware, und die geht super einfach zu installieren mittlerweile. Wenn man also basteln will, dann macht man es selbst, und wenn man aber einfach nur schnell was Gutes tun will für freies WLAN, dann nimmt man halt ein fertiges Image von seiner Community. Die Communities. Das heißt, du hast für jeden, sagen wir mal, Funkbereich, kann man das so sagen, gibt es jeweils eine andere Webseite bei freifunk.de. Sehe ich das richtig? Ja, also auf freifunk.net ist jetzt so die Übersicht, die wird von dem Freien Netze e.V. betrieben. Und da gibt es halt in der Community freifunk.net gibt es eine Übersicht, welche Communities gibt es alle. Und es ist schon so, dass die Communities, das ist auch wichtig, dezentral funktionieren. Jede Stadt baut ihr eigenes Netz auf und die werden dann über VPNs untereinander verbunden. Aber das Ziel ist, dass halt jede Stadt und jede Community ihr eigenes Netz betreibt, damit es auch nicht so angreifbar ist. Dass man das nicht mit einem Switch einer Firma, einem Verein einfach ausschalten kann, sondern jede Stadt funktioniert selbstständig. Ja, die Leute sind sehr interessiert, das ist total klasse. Wir wollen eigentlich nur jetzt einfach das Wissen über Freifunk, was können wir, und dass wirklich jeder mitmachen kann. Und hier sind total viele Leute, die einfach technisch interessiert sind. Und jeder kann einfach sich selbst so ein Ding aufstellen. Das ist auch nichts für irgendwelche Freaks, sondern das ist was für einfach den Familienvater zu Hause und das, oder den Kneipenbetreiber. Und das wollen wir hier vermitteln. Dankeschön für das Interview und ich hoffe, du konntest damit noch mehr erreichen. Danke dir, klar.